Aber diese Eisenbahn, die ist nicht vom TÜV geprüft. Ich habe soeben noch einen Käfer gerettet. Hier flog irgendwie ein süßer Käfer rum und der hat sich ein bisschen verlaufen. Und den haben wir gerade rausgetan. Wieder eine gute Tat, oder Löwe? Ja. Ja. Nö. Heute, Freunde, ihr habt schon gesehen am Titel, die gefährlichsten Eisenbahnstrecken der Welt. Wo man sich schon so fragt, ja, da überlege ich mir dreimal, ob ich in diesen Zug einsteige oder nicht. Freunde, lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Margang seid, weil dann seid ihr in der Margang, erst wenn ihr abonniert habt. Und jetzt steigen wir in das erste Video rein. Die erste Brücke, und zwar ist das die Pamban Bridge, also die Pamban Brücke in Indien. Und ihr könnt es schon sehen, im Hintergrund, die Brücke ist, das ist die Brücke. Kein Geländer, kein nichts, einfach nur Schienen, die über das Wasser gebaut wurden. Und jetzt haltet euch fest, das Ding wurde 1904 gebaut. Das ist die erste Überwasserbrücke aus ganz Indien. Über diese Brücke würde ich in meinem Leben nicht rüberfahren. Feierabend. Also ich weiß auch nicht so, das Ding sieht auch gut wackelig aus. Wie gesagt, es ist super eng, alles ist nur auf diesen... Völlig wahrscheinlich, weil das ja viel mit Wasser ist, so, das werden die Sachen ja auch ein bisschen morsch und werden immer unstabiler sozusagen. Und Freunde, da würde ich mich definitiv nicht in den Zug setzen. Die Brücke ist 2 Kilometer lang und ich habe schon mal gesagt, 1904 gebaut. Ich wusste nicht mal, hatten die 1904 überhaupt schon Hammer? Haben die da überhaupt schon Baupläne gehabt? Nein, Spaß, Freunde. Also, ich gehe mal davon aus, dass die einen Hammer hatten. Aber ob die so richtige Baupläne hatten, weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall keine Ingenieure der heutigen Neuzeit. Hier sehen wir das Teil, wie das hier übers Wasser geht. Das verbindet irgendwelche Inseln. Also, Freunde, Strecke Nummer 1, da würde mich definitiv niemand reinkriegen in diesen Zug. Oh mein Gott. Obwohl das jetzt hier schon relativ modern aussieht. Aber wie gesagt, wenn man sich vorstellt, dass diese Brücke über 100 Jahre alt ist, überlege ich mir das doch 10-mal. Okay, die nächste Brücke ist die Devil's Nose Train Brücke. Ja. Oh, ja. Mhm. Ja, nö. Würde ich auch nicht mitfahren. Da geht links direkt. Direkt von dieser Eisenbahn geht links so ein mega Abgrund runter. Und selbst wenn du nicht runterfällst, ist ja immer noch das Risiko, dass irgendwie mal irgendwas was abbröckelt von der Schiene. Und dann fettest du darüber mit der Eisenbahn und dann fährst du in den Abgrund und dann bist du tot. Oh mein Gott, ja, ihr Gesichtsausdruck auf jeden Fall. So, ich weiß auch nicht, ob das auf jeden Fall gut gehen wird, das Ganze. Das Ding ist in Ecuador und es heißt halt Devil's Nose, weil dieser Bergvorsprung aussieht wie die Teufelsnase. Und um dorthin zu kommen, musst du halt mit diesem Zug fahren oder das ist eine Rundtour, keine Ahnung. Und ja, da fährst du auf jeden Fall an diesem Abgrund entlang, um diesen Gebirgszug. Okay, jetzt ist das nicht so unheimlich links, aber... Gleich wird es wieder so ein bisschen steiler. Und dann würde ich nur sagen, ja, definitiv nicht mitfahren. Alter, guckt euch das an. Und die halten ihre Füße rein. Ja, weil das ist ja sicher. Ist ja ganz sicher. Also, keine Ahnung, wenn ihr in den Europapark oder in den Heidepark geht und da eine Achterbahn steigt, okay, das ist vom TÜV geprüft, ja? Das ist relativ stabil. Aber diese Eisenbahn, die ist nicht vom TÜV geprüft. Die ist von ecuadorianischen Bauarbeitern geprüft. Da weiß ich nicht, ob ich mitfahren würde. Freunde, ich bin so ein Schisser, ihr wisst es. Und ich weiß nicht, ob ich mich da reintrauen würde. Es wäre ein lustiges Abenteuer. Aber ich weiß nicht, wirklich nicht, ob das eine gute Entscheidung wäre. Ich weiß es nicht. Grüße gehen in diesem Video raus an das Kanalmitglied Leonie Hellwart, an Gasha Girl, an Levi BTW und den ersten Kommentar im letzten Video hast du geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Okay, Freunde, es geht in die nächste. Und zwar ist das die Aso Minamo Brücke in Japan. Und diese Brücke ist
auch schon etwas älter und vor allem ist sie relativ lang und sie fährt über richtig viele Schluchten und so weiter. Und hier haben wir eine dieser Schluchten, wo sie rüberfährt. Und wir haben hier so richtig lange Metalldinger und die Brücke ist saueng und die gehen sautief in die Tiefe. Und wie gesagt, die ist nicht so ganz sicherheitsgeprüft und so weiter. Und es ist langsam so ein bisschen wackelig und bröckelig. Und wenn dort der Zugführer ein paar Fax macht, landet man im Abgrund. Deswegen, lieber Zugführer, macht bitte keine Faxen, während ich darüber fahre. Oh mein Gott, guckt euch das an, wie tief das da unten ist. Ich weiß nicht, wie empfindlich seid ihr auf sowas, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Würdet ihr sagen, okay, ja, fahre ich einfach rüber, macht Spaß und come on, das wird schon gut gehen. Ja, in den meisten Fällen geht es auch gut, aber es gibt ja auch diesen Fall, dass es nicht gut geht. Oder seid ihr eher so drauf, so, diese Eisenbahn fährt definitiv ohne mich. Schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Okay, wir gehen in den nächsten Zug und zwar ist das Tren a las Nubes heißt der. Und der ist in Argentinien und ich bin gespannt, was mit diesem Zug ist. Okay, das ist ein normaler Zug. Wer hätte es gedacht? Ein blauer Zug. Und dieser Zug fährt in 4 Kilometern Höhe. Ja, der fährt mitten im Gebirge in Argentinien. Und in 4 Kilometern Höhe. Und das ist verdammt hoch. Hier sehen wir die erste Brücke. Okay, sieht alles relativ stabil aus. Ist auch eine Touristenattraktion, also da fahren auch mehrere Touristen mit, wie man hier erkennen kann. Deswegen ist das wahrscheinlich so ein bisschen sicherer. Aber, Freunde, was das Kranke ist, wie gesagt, ist, dass das, glaube ich, einer der höchsten Zugstrecken ist auf der ganzen Welt. In 4 Kilometern Höhe, wie gesagt. Ich habe schon jetzt ungefähr 10-mal erwähnt. Okay, was passiert da jetzt noch Spektakuläres? Ich habe gehört, der soll auch durch Wolken fahren. Deswegen, darauf habe ich mich am meisten gefreut, dass der durch Wolken durchfährt, weil... oder oberhalb der Wolkendecke sogar, weil die Wolken sind tiefer als diese 4 Kilometer. Deswegen fährt er auch manchmal oberhalb der Wolkendecke. Okay, wahrscheinlich sind da keine Wolken in diesem Gebirge. Okay, das ist trotzdem, sieht nach einer spektakulären Fahrt aus. Wüsste ich auch nicht, ob ich da reingehen müsste. Es sind natürlich geile Bilder, die man dann sieht und so weiter. Aber, okay, das ist diese ganze Strecke mitten im Gebirge. In Argentinien. Der Tren a las Nubes. Okay, sehr interessant. Das ist mega gut. So, als nächstes haben wir, wie heißt die? Die Death Railway in Thailand. Also die Todeseisenbahn in Thailand. Da bin ich auf jeden Fall beruhigt. Wenn eine Eisenbahn, in die ich einsteige, Todeseisenbahn heißt, da bin ich definitiv beruhigt. Und jetzt komme ich wieder ein bisschen runter. Auf jeden Fall haben wir hier diese Death Railway. Und diese Todeseisenbahn hat sogar eine besondere Geschichte. Und zwar wurde die im Zweiten Weltkrieg gebaut. Und zwar unter unmenschlichen Bedingungen. Also war Sklaverei und so weiter. Die wurde halt gebaut. Und da sind viele beim Bau gestorben, verhungert, verdurstet und so, weil die Bauarbeiter einfach wie Scheiße behandelt wurden. Und das ist während des Zweiten Weltkriegs passiert. Ich glaube, die wurde von der japanischen Armee gebaut. Und die japanische Armee ließ diese Eisenbahn bauen und das ist das Endergebnis. Und heute fährt die immer noch. Die fährt nicht besonders schnell, wie man hier sehen kann. Ja, sie ist immer noch nicht durchs Bild gefahren. Dauert einen Augenblick. Ah, ein Blick Geduld, passiert gleich. Gleich erreicht sie den Bildrand. Okay, jetzt, sie ist nicht besonders schnell, aber dafür ist sie besonders brüchig, weil, wie gesagt, wurde sie im Zweiten Weltkrieg gebaut. Wir haben hier diese ganzen Holzpfeiler noch. Ich denke doch, dass sie regelmäßig geprüft wird, dass da auch sicherlich immer noch ein paar Touristen mitfahren. Aber wenn das Ding die Todeseisenbahn heißt, ja, und du dann so am Bahnhof stehst und dann so, da steht so, die Todeseisenbahn fährt gleich ein, da überlegst du dir doch dreimal, ob du da einsteigst oder nicht, Freunde. Ja, Freunde, ich glaube, das reicht. Ich habe mir schon wieder hier in die Hosen gemacht, weil ich ein kleiner Schisser bin.
Das war's mit den gefährlichsten Eisenbahnstrecken der Welt, Freunde. Lasst auf jeden Fall jetzt einen Daumen hoch. Ich würde mal sagen, 15.000 Likes smashen wir in jedem Fall voll für Löwe, ja. Und, Freunde, lasst ein Abo da, wenn du nicht in der Magen bist. Abonnieren kannst du auch ganz schön einfach hier. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen neuesten Upload. Klick dich durch, sei aktiv, sei ein richtiger Magengster. Wir sehen uns dann morgen in aller Frische bei einem neuen Video. Haut rein, bis dann, ciao, ciao. Euer Elmar.